Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren und natürlich auch liebe Kinder, zum heutigen Feierabendführung im Deutschen Museum oder live aus dem Deutschen Museum. Ich bin auch Robert und ich bin unter anderem als MCOM hier im Deutschen Museum tätig. MCOM steht übrigens als Kürzel für Museumscommunicator. Also wir sind ein Team von Leuten, die uns verschiedenste Themen einfach hier über unter anderem auch über dieses Format etwas näher bringen wollen. Ja, Corona-bedingt können Sie ja leider momentan nicht zu uns kommen. Da kommen wir halt zu Ihnen. Ne? Und heute geht es, wie gesagt, ums Papiermachen. Genauer gesagt, wie man Papier von Hand machen kann. Das möchte ich Ihnen jetzt später noch zeigen. Unterstützt werde ich hierbei übrigens vom Peter, der mich dabei filmt, und aber auch von der Angelika, die als Moderatorin agiert. Und das ist auch das Besondere an diesem Format. Sie können auch jederzeit Anregungen oder auch Fragen an mich stellen. Und ich hoffe, ich kann diese dann auch diesbezüglich dann auch wieder die nötigen Antworten liefern. Ja, wie gesagt, es geht heute ums Papiermachen. Und ich möchte Ihnen nun nicht nur zeigen, wie man Papier macht, sondern ich möchte auch Anregungen bieten oder auch vielleicht Sie motivieren, jetzt gerade passend zum Lockdown, dass Sie das vielleicht mal zu Hause selber nachvollziehen können oder nachprobieren oder ausprobieren. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich möchte auch diesbezüglich ein paar praktische Tipps bieten. Ne? Ja, Papiermann, Sie werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum steht der gute Mann dann hier nicht in der Papierabteilung im Deutschen Museum, sondern im Technikmuseum. Sie werden ja alle wissen, unser Haus wird derzeit umgebaut, ne? Und da steht momentan die Papierabteilung leider nicht zur Verfügung. Deswegen muss man ausweichen. Wir stehen jetzt hier gerade in der zweiten Etage vor den Aufzügen hinter mir, wie Sie es sehen können, die historische Luftfahrt. Ich glaube, die kann sich auch sehen lassen. Ich habe auch jetzt hier, vielleicht Peter, kannst du das mal filmen, auch nur ein Professorium. Es ist quasi auch ein Wagen, mit dem ich quasi jetzt versuche, das Papier aus der Bütte herauszuschöpfen. Ja, nur die Vorschläge, dann gehen wir das Ganze doch einfach mal an. Ich würde vorschlagen, ich erkläre Ihnen aber erstmal zuvor, was wir hierfür benötigen. Also die Werkzeuge, aber auch die Materialien. Da fangen wir da einfach mit der Schöpfform an, wenn Sie denn mag. Schauen Sie mal, das Ganze sieht so aus. Das ist meine Schöpfform. Ohne die geht es nicht. Und die wiederum besteht aus zwei Teilen, dem Schöpfrahmendeckel, das Oberteil sozusagen, und dem Schöpfsieb. Na, fangen wir mit dem Rahmendeckel an. Upsa. Der ist einfach für die Formgebung verantwortlich. Er verhindert nämlich mit den Kanten hier das seitliche Ablaufen von dem Sieb und bestimmt damit die Papiergröße, das Papierformat. Ne? Ist aber auch für die Papierdicke mitverantwortlich. Ne? Also ich sage es mal übertrieben, wenn das Rahmen jetzt so hoch ausgearbeitet wäre, würden sich dann logischerweise auch mehr Fasern auf dem Sieb anstauen. Die haben auch früher, gerade im Mittelalter, oftmals mit verschiedenen Rähmen gearbeitet. Und da kommt man dann quasi auch variieren. Gut, kommen wir zum Sieb. Das Sieb selber ist ein Holzrahmen. Schauen Sie, da hinten hat man auch so Holzstege angebracht. Die dienen zur Stütze von dem Sieb. Nicht, dass es hier in der Mitte irgendwie durchhängt. Das soll natürlich schön straff und vor allem eben hier oben aufliegen. Das Sieb selber ist ein Metallsieb aus einem nicht rostenden Metall. Und wenn wir genau hinschauen, da kann man da also was erkennen. Genau, halten wir es ein bisschen näher ran. Hier haben wir nämlich ein Tier vertreten, wenn man es vielleicht oftmals erkennen kann. Das soll eine Eule darstellen. Die Eule als Symbol für die Weisheit, zusammen mit dem Zahnrad hier unten dran, als Technikverbund sozusagen. Also von daher unser Hauslogo. Deswegen steht das DM auch nicht für Deutsche D-Mark oder auch nicht für Drogeriemarkt, was ich auch schon mehrfach gehört habe bei vergangenen Führungen. Es steht natürlich für Deutsches Museum. Da sind wir ja heute zusammengekommen. Das sind übrigens unsere Wasserzeichen. Jetzt funktioniert es mit diesem Wasserzeichen. Das ist eigentlich relativ simpel. Wir haben hier einen Draht aufgebracht, das heißt, wir haben hier eine Erhöhung. Wir können vielleicht auch gerne nochmal näher ranzoomen, vielleicht zeitlich, da steht was weg. Übrigens, der Draht wurde mit einem ganz feinen Draht auch noch fixiert. Das muss halt fest verankert sein auf dem Sieb sozusagen. An der Stelle, wo dieser Draht ist, dieser extra Draht, setzt sich nachher bei dem Schöpfen die Fasern links und rechts davon ab. Das heißt, an der Stelle, wo der Draht war, wird das Papier dann etwas dünner. Wenn man dann anschließend das fertige Papier gegen das Licht hält, scheint natürlich diese dünnere Stelle vom Papier des Lichtheller durch. Es entsteht ein Zeichen. Man spricht halt vom Wasserzeichen. Die Wasserzeichen haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Man kann es eigentlich tagtäglich erkennen, zum Beispiel beim Einkaufen. Wenn man mit Geld bezahlt oder mit Banknoten genauer gesagt, da kann man das auch tagtäglich erkennen. Da sind nämlich auch Wasserzeichen vertreten in den Banknoten. Also nicht die bunte Farbe, die da aufgedruckt ist, sondern wenn man es seitlich auch gegen das Licht hält, da kann man auch so ein Wasserzeichen erkennen. Oder sagen wir es mal so, man sollte zumindest eins erkennen können. Da ist allerdings gerade die umgekehrte Variante im Einsatz. Das sind keine Erhöhungen auf dem Sieb bei der Fertigung oder bei der Herstellung des Papiers, sondern Vertiefungen.
Das sind dann an der Stelle dann natürlich mehr Fasern. Es bildet sich in Schatten aus. Man spricht auch von einem Schattenwasserzeichen. Genau, wenn Sie das mal zu Hause nachmachen wollen, weil ich gesagt, so eine Schöpfform werden Sie jetzt nicht unbedingt gerade zur Hand haben. Da können Sie sich auch behelfen. Im Prinzip, wenn Sie einen Holzrahmen haben, es gibt natürlich auch Bausätze, es gibt auch fertige Siebe zu kaufen, wäre auch denkbar, aber die sind relativ teuer. Es gibt Bausätze, aber Sie können es auch selber bewerkstelligen. Weil so ein Sieb zusammenschustern ist kein Hexenwerk. Sie brauchen halt einfach einen quadratischen oder einen rechteckigen Rahmen. Ne? Und von hinten soll schon auch eine Verstärkung da sein. Da brauchst du jetzt gar nicht so viele wie bei mir. Da würden auch zwei diagonal je nach Größe ausreichen. Und wenn Sie keinen Metallsieb zur Hand haben, würde auch ein Fliegengitternetz zum Beispiel funktionieren. Ja. Und auch mit dem Wasserzeichen, da können Sie sich einfach einen Draht biegen. Ich habe das auch schon mal selber privat gemacht. Und da kann man, ich kann es Ihnen auch gerne mal zeigen. Warten Sie, ich hole es mal her. Ich habe da eins schon parat. Das ist mal beiholen. Ich weiß nicht, ob es mit der Kamera einfangen kann. Da habe ich jetzt mal hier speziell für junge Mädchen zum Beispiel Herzchen hier gebogen. Habe die mit einem Bindfaden dann auf dem Sieb verankert. Und da kann man dann halt auch sogar noch mit Sternchen das Ganze versehen. Das ist mal ganz variabel. Ne? Initialen wären denkbar oder was immer Sie da haben möchten. Gut, so viel zur Schöpfform. Warte, ich lege das mal wieder beiseite. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir zur Schöpfbütte über. Das ist hier einfach, Sie sehen schon, es ist ein Behältnis, das eher als Umzugshilfe hernehmen. Wir nehmen es einfach als Schöpfbütte her. Bitte übrigens deshalb, jetzt haben wir gerade die Faschingszeit hinter uns, ne? Wir sind, ob ein paar Pappnasen unter uns sind, wir konnten jetzt Corona-bedingt leider nicht gehen. Das waren ja früher immer Holztrüge, ne? Deswegen kennen Sie das vielleicht auch in der Bütt stehen. Ne? Wenn Sie mal darauf achten, bei den Faschingsreden, da stehen die in der Bütt sozusagen. Ne? Früher waren es immer Holztrüge. Ich habe jetzt hier einen Kunststoffdruck, tut nichts zur Sache. Jetzt würde ich vorschlagen, erklär mal, was wir hier drin haben. Peter, vielleicht magst du mal ein bisschen näher herkommen. Ich habe jetzt hier jede Menge Wasser enthalten. Über 99% Wasseranteile und 1% Fasermaterial habe ich hier eingetragen. Ich habe jetzt hier ein Holz eingetragen, was chemisch aufgeschlossen wurde. Ich hole das auch mal her. Schauen Sie mal. Das sieht dann so aus. Es ist hier kein Karton oder keine Pappe, was wir im Einsatz haben, sondern das sind die Zellstoffe, sagen wir dazu. Ich habe jetzt hier ein Gemisch aus Laub und Nadelholz hier eingetragen. Macht man oftmals so, dass man sich die Vorzüge von jedem Faserstoff mit an Bord holt, weil jedes Fasermaterial hat seine Vorzüge. Also das Laubholz zum Beispiel ist eher für die Bedruckbarkeitseigenschaften verantwortlich, das ist für die Lichtundurchlässigkeit, für die Opazität zum Beispiel, aber auch das Nadelholz bringt mehr Festigkeit. Das merkt man auch, wenn man es zerreißen möchte. Schauen Sie mal, das kann ich recht einfach zerreißen. Bei dem hier, es ging mal. Jetzt geht es nicht mehr. Okay, tut nichts zur Sache. Das ist übrigens Baumwollmaterial. Setzen wir auch gelegentlich bei uns ein. Wäre auch denkbar. Aus denen werden zum Beispiel auch die Geldscheine hergestellt, also die Banknoten. Aus Baumwolllinters, genauer gesagt. Das sind die Kämmlinge der Baumwollpflanze. Und das ist ein sehr hochwertiges Material, hat auch dementsprechend eine hohe Güte, aber ist halt auch dementsprechend teuer. Also eine Zeitung wird man jetzt nicht unbedingt aus Baumwolle herstellen. Und dieses Material, Sie sehen schon, hat auch eine weiße Farbe. Holz ist ja nicht unbedingt weiß, wurden halt in dem Fall noch gebleicht. Ne? Chlorfreie Bleiche in aller Munde. Wenngleich dieser Zellstoff, den haben wir schon seit 50 Jahren bei uns im Haus gelagert, der ist noch chlorgebleicht. Heute hat man da umweltgerechtere Verfahren. Wasserstoffperoxid zum Beispiel, Ozonbleiche oder Sauerstoffbleiche wäre da eine Option. Genau, das habe ich mit 1% hier drin, Entschuldigung, mit 1% hier drin. Das Material wurde vorab noch gemahlen. Das heißt, man kann der Faser auch noch eine gewisse Eigenschaft mit auf den Weg geben, sozusagen. Und das ist mit 1% hier drin. Und sonst habe ich hier nichts weiter drin. Ich könnte natürlich jetzt auch noch Farben zumengen, zum Beispiel. Auch Füllstoffe wären denkbar oder auch Leim. Ne, das ist mal ganz variabel. Oder auch Hilfsstoffe wären eine Option, um dem Papier zum Beispiel eine gewisse Eigenschaft zu verleihen, um zum Beispiel wie ein Teebeutel oder ein Kaffeefilter nassfest zu gestalten. Wäre jetzt hier Blödsinn, braucht man nicht. Ne. Zu Hause werden Sie jetzt auch nicht unbedingt so einen Zellstoff gerade hier ums Eck haben. Da können Sie sich einfach behelfen. Sie könnten zum Beispiel alte Zeitungen hernehmen, wäre eine Option. Allerdings haben Sie dann einen Nachteil der Druckerschwärze. Was ich da empfehle, wäre zum Beispiel Toilettenpapier. Toilettenpapier unbenutzt, ne? Versteht sich. Ne? Spaß beiseite. Wenn Sie das Material hernehmen, können Sie es einfach zerrupfen und in Wasserdruck reinlegen. Die Faser darf gerne mal einen Tag wellen. Und dann können Sie auch mit bunten Servietten noch agieren. Das bringt auch sehr schöne Effekte zum Beispiel. Ja, genug der Vorworte. Ich würde vorschlagen, legen wir mal los mit dem Schöpfprozess als solches. Da schnappe ich mir die Schöpfform.
das Ganze funktioniert, dass ich das erstmal gut umrühren muss. Man kann vielleicht einmal hier reinhalten, Peter, schau mal. Da kann man sehen, wie sich die Fasern hier schöner vermengen in der Bütte. So soll es ja auch sein. Es muss halt eine homogene, gleichmäßige Suspension sein, sozusagen. Stoff-Wasser-Gemisch in der Fachsprache. Genau, dann folgen wir mit dem Schöpfvorgang. Der geht so vonstatten, dass ich die Schöpfform einfach in die Bütte hineinführe, gleichmäßig nach unten und vor allem noch gleichmäßiger nach oben, hätte ich fast gesagt. Also es sollte halt in der Wasseroberfläche möglichst gerade ankommen, das Sieb. Und dann werde ich ein bisschen verharren, weil das Wasser muss durch das Sieb hindurchlaufen. Dann entsteht auch hier noch so ein Unterdruck, ne? Weil ja unterhalb des Siebes haben wir einen kleinen Hohlraum. Dann entsteht so ein Vakuum. Das nutze ich jetzt hier noch zusätzlich zur Entwässerung aus. So, dann haben wir das Wasservlies hier auch schon oben auf. Sie sehen es. Ne? Da kommt jetzt immer noch sehr viel Wasser raus. Das liegt natürlich daran, zum einen, ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir haben hier über 99% Wasseranteile in der Bütte. Hier haben wir immer noch ca. 80% Wasseranteile im Papier. Gut, dann können wir das wieder zuklappen, dass ich ein bisschen Platz habe. Den Rahmendeckel kann ich auch abnehmen. Ne? Übrigens, mit dem Rahmendeckel habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, da können Sie auch einfach einen ganz einfachen Rahmen hier oben auflegen. Also es sollte schon eine Begrenzung da sein, dass das Material nicht seitlich abläuft, wenn Sie es zu Hause mal nachmachen wollen. Gut, dann geht es zum nächsten Arbeitsschritt, und zwar das Abgautschen. Da kommen jetzt hier die Filze zum Einsatz. Ne? Das sind jetzt in dem Fall einfach alte Filze, die mal in der Papierfabrik im Einsatz waren. Ne? Die werden Sie jetzt auch nicht unbedingt gerade zu Hause haben. Da wird auch ein Baumwolllaken funktionieren, ein Handtuch zum Beispiel. Also es sollte ein saugfähiges Material sein, was gerne Wasser annimmt, aber auch gerne wieder abgibt. Und dann werden wir das jetzt übertragen von Sieb sozusagen auf diesen Filz. Also ich versuche mich jetzt mal, ob das auch funktioniert. Dieser Arbeitsschritt ist übrigens das Abgautschen. Das hat mich früher der Gautscher gemacht. Das waren ja übrigens generell drei Arbeitsschritte oder die Arbeitsteilung in drei verschiedene Bereiche. Ich muss das ein bisschen anpressen. Und zwar gab es den Schöpfer, der das Material herausgeschöpft hatte aus der Bütte. Dann der Gautscher, der das quasi übertragen hatte auf den Filz. Und der Leger, der die Filze bereitgelegt hat. Ich muss hier alles alleine machen, aber gut. Gut, dann kann man das auch vielleicht mal in die Kamera reinhalten. Da kann man jetzt auch schön, recht schön die Konturen des Siebes erkennen. Und natürlich auch die Wasserzeichen, die ich vorhin auch angesprochen hatte. Gut, vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte, die soll man auch nicht ganz außen vor lassen. Das Papier kam erstmals in China auf. 105 nach Christi hat ein gewisser Cai Lun das erfunden. Also er gilt als Erfinder des Papiers, der Cai Lun. Ob er das jetzt wirklich war, ist ein bisschen umstritten. Aber Fakt ist, die Chinesen haben das Papier erfunden. Übrigens, das Papier hat seinen Namen vom Papyrus. Es war ein Vorläufer vom Papier. Also es gibt schon wesentlich länger. Klingt ja auch ähnlich. Papyrus, Papier. Das Papier als solches kam dann von China über die arabische Welt zu uns nach Europa und kam dann im 12. Jahrhundert in Spanien an. Also es hat quasi über 1000 Jahre gedauert von der Erfindung, bis es bei uns erstmal ankam. Und in Spanien war er damals auch noch unter maurischer und arabischer Herrschaft. Und von da aus hat sich das Papier dann etabliert, so nach und nach, hat seine Zeit gedauert, ne? Weil das kam ja von den Ungläubigen, hätte ich fast gesagt, ne? Also gerade in der christlichen Welt war das dann erstmals am Anfang nicht so gern gesehen, ne? Aber seine Vorteile einfach dann haben sich dann durchgesetzt. Kam dann über Italien, die eine sehr große Vorreiterrolle inne hatten, gerade Fabriano lässt grüßen, eine Papiermanufaktur in Italien, dann schlussendlich nach Europa, wo die erste Papiermühle dann bei Nürnberg war, 1390. Ich würde vorschlagen, Mama Klein holt ein zweites Papierchen hinterher, weil es so schön geklappt hat. Auch wieder das Umrühren, das darf, Sie sehen, die Fasern die setzen sich immer wieder unten ab. Muss man das nochmal umrühren. Und dann können wir auch schon wieder loslegen mit dem Schöpfen als solches. Ich hatte vorhin schon angesprochen, Sie können da zum Beispiel alte Zeitungen hernehmen oder auch Toilettenpapier, was auch sehr schöne Effekte hier mit einbringt. Sie sind da wirklich, Ihre Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, wenn Sie mal zu Hause machen wollen. Ich habe zum Beispiel auch schon mal aus Rhabarberabfällen oder auch aus Spargelschalen Papier produziert. Oder ich zeige Ihnen auch gleich noch ein Papier. Habe auch schon mit Blüten mit eingearbeitet. Das bringt auch sehr schöne Effekte. Also wie gesagt, da kann man sich einfach kreativ x-beliebig sozusagen austoben. So, haben wir auch das Papier rausgeschöpft. Dann wieder der Prozess.
des Abgautschens sozusagen. Sie sehen schon, es ist schon auch Handarbeit. Die haben übrigens in der ersten Papiermühle in Deutschland, bei Nürnberg, wo ich vorhin angesprochen hatte, damals ungefähr 5000 Blatt pro Tag erzeugt. Ne? Das ist wirklich enorm. Ne? Wenn man allerdings das Ganze mit heute vergleicht, den Vergleich kann man heute nicht mehr anstellen. Ne? Also die Jahresproduktion lag damals bei 20, 25 Tonnen ungefähr. Heute kann man auf einer modernen Papiermaschine um die 2000 Tonnen pro Tag pro Maschine erzeugen. Also je nach Papiersorte, muss man dazu sagen. Ja, also den Vergleich kann man nicht mehr anstellen. Ich möchte Ihnen aber heute, wie gesagt, nur die alte Form des Papiermahlens oder die alte Art des Papiermahlens etwas näher bringen. Wir möchten Ihnen aber auch, wir zeigen Ihnen auch gerne die moderne Variante der Papiererzeugung. Da gibt es speziell eine Science-Show, die wir auch im Sommer im Museumsinnenhof wieder anbieten. Unter anderem, wir haben natürlich auch noch ganz andere Themen. Falls Sie da Interesse haben sollten, sind Sie herzlich willkommen. Gut, jetzt haben wir das Papier, das zweite hier auch auf dem Filz oben auf. Müssen wir auch wieder eine Zwischenlage oben auflegen. Und da würde ich vorschlagen, wenn wir das Ganze mal ein wenig entwässern. Da kommt jetzt hier gleich meine Presse zum Einsatz. Ich hatte früher in der Papierabteilung eine hydraulische Presse, die habe ich leider nicht mehr zur Verfügung. Ich muss mir jetzt hier auch sozusagen behelfen. Ich habe hier einfach so eine Spindelpresse, die ist mehr schlecht als recht, hätte ich fast gesagt. Aber wie gesagt, wir müssen hier auch ein bisschen improvisieren. Da kommt jetzt dieser Stapel drunter und dann wird das Ganze etwas entwässert. Ja, mechanisch sozusagen. So eine Presse werden Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt im Wohnzimmer stehen haben. Da müssen Sie natürlich dann auch wieder sich behelfen, was ich da schon gesehen habe oder auch selber mal ausprobiert habe, mit Schraubzwingen zum Beispiel. Ne? Wenn Sie da zwei haben, besser noch vier, auf jeder Seite eine sozusagen, da können Sie das Ganze dann auch etwas entwässern. Oder was ich auch schon gesehen habe, fand ich eine ganz witzige Idee. Ein U-Stück sozusagen und einen Wagenheber dazwischen gespannt. Ne? So kann man es natürlich dann auch bewerkstelligen. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal dolle anpressen. Wirklich muss man da gut gefrühstückt haben. Ist von Vorteil. Vielleicht eins noch. So, und worum geht es natürlich? Dass wir hier dann ein bisschen Wasser herauspressen. Schauen Sie, ich kann das auch mal ein bisschen höher halten. Da kommt jetzt ordentlich viel Wasser raus. Und dann lösen wir das Ganze mal. Wenn es denn aufgeht. Und dann schauen wir einfach mal, was daraus geworden ist. Eigentlich bräuchte es da ein bisschen mehr Druck oben auf. Aber wie gesagt, wir müssen uns halt hier auch behelfen, schlussendlich mit dem Materialien, die wir zur Verfügung haben. So, mag das Brett nicht mehr raus. So. Die Presse nehme ich jetzt einmal beiseite, die stört mich sonst bloß. Die stellen wir mal hier runter. So, dann kann ich die Filze wieder abziehen. Und dann kann man normalerweise das Papier abziehen. Ob das jetzt wirklich funktioniert, wird sich jetzt zeigen. Das ist immer noch ein bisschen feucht. Wie gesagt, da bräuchte es ein bisschen mehr Druck auf der Presse. Aber tut nichts zur Sache. Und früher wurden die Blätter dann einfach auf Leinen, auf Hanflein dann aufgehangen zum Trocknen. Die wurden dann in der Papiermühle, die habe ich jetzt hier nicht zur Verfügung. Ich hänge das jetzt einfach über den Handlauf. Das funktioniert genauso. Also die waren damals in der Papiermühle immer oben im Dachstuhl gespannt sozusagen. Dann hat man auch die Fenster quasi immer oftmals verschieden aufgemacht, dass immer Luft zirkuliert, dass halt das Papier schnellstmöglich trocknet. Ja. Sie können zu Hause, brauchen Sie das gar nicht abnehmen von dem Filz sozusagen. Sie können es auch auf dem Filz einfach oben auflassen oder auf Ihrem Baumwolllaken, was Sie auch immer benötigen dafür. Und es einfach beiseite legen, wenn Sie das da 5-6 Stunden einfach oben aufliegen lassen. Funktioniert das genauso. Ich hatte Ihnen vorhin versprochen, ich zeige Ihnen noch ganz kurz. Moment. Ich hatte auch die Blüten mal hier angesprochen. Da habe ich gesagt, das ist schon, da kann man sich sowas mit einarbeiten, wäre eine Option. Oder wie gesagt, mit Farben, mit Konfetti wäre da denkbar. Kann man einfach ein bisschen rumspielen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und um das Papier dann glatt zu bekommen, wurde es bei uns früher einfach nochmal unter die hydraulische Presse gelegt. Ich zeige das mal. Moment, ich habe es einfach da unten. Liegt alles unten. Das ist einfach ein getrocknetes Blatt, wie ich es mal früher hergestellt hatte.
Ja, und hier habe ich schon eins, was ein zweites Mal unter der Presse war. Das sieht dann schon ganz anders aus. Da kann man jetzt auch relativ schön die Wasserzeichen erkennen. Sie können zu Hause einfach mit dem Bügeleisen auch das Ganze etwas glatter gestalten und somit die Unebenheiten auch ein bisschen rausbekommen. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie jetzt ein bisschen begeistern fürs Papiermachen. Das war nicht ein passender Aufbewahrungsort, legt man es hier beiseite. Und konnte ein bisschen vermitteln, was zum Papier machen, was es braucht. Und vielleicht auch motivieren, das einfach mal zu Hause nachzuprobieren oder auszuprobieren. Ob es hinhaut gleich beim ersten Mal, ist gar nicht so relevant. Auf jeden Fall macht es jede Menge Spaß. Und ja, ich wünsche Ihnen da schon mal vorab viel Freude. Jetzt würde ich mal fragen, meine Kollegin, an die Angelika, gibt es denn bis hierher schon Fragen zum heutigen Papiermachen oder zu meiner kleinen Präsentation? Ist nichts angekommen? Schade. Ja. Ist nichts vertreten. Ja, es tut nichts zur Sache. Sie können auch, glaube ich, anschließend. Du jetzt eine Frage, ja? Also ich habe gerade die Frage bekommen, also ob man auf diesem Papier auch schreiben kann. Das ist eine sehr gute Frage. Man kann durchaus logischerweise drauf schreiben, mit Bleistift oder mit Kugelschreiber wäre es überhaupt kein Problem. Allerdings mit Füller würde die Zinte zerlaufen, weil das Papier ja ungeleimt ist in dem Fall. Ne? Ich hatte es vorhin angesprochen, das wäre so ähnlich wie beim Löschpapier, wenn man das beschreibt. Ne? Da zerläuft uns auch die Tinte. Man kann natürlich auch einen Leim, wie ich es vorhin angesprochen hatte, auch hier gleich in die Bütte mit eingeben. Ne? Das wurde früher so beherzigt. Oder auch nachträglich leimen. Die Option gibt es auch. Man kann in der Masse leimen oder auch die Oberfläche einfach leimen. Das wäre eine Option, um es dann halt einfach nachgiebig oder nachhaltig beschreibbar zu gestalten. Gut. Ja, dann hoffe ich doch, dass es bei mir ein bisschen Spaß gemacht hat heute. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, ich hatte ja schon angesprochen, unseren Science Summer. Ich hoffe, wie gesagt, dass unser Museum bald wieder aufmacht, dass Sie zu uns kommen können. Aber bis dahin müssen wir uns halt mit so Online-Formaten behelfen. Wir bieten auch immer wieder jetzt im Wechsel zu den Feierabendführungen auch die Kaffeepausenführungen an. Also auch mal mittwochs schauen Sie einfach bei uns vorbei. Bleiben Sie uns gewogen und ja, hoffentlich bis bald wieder. In diesem Sinne, alles Gute.